Jetzt das doch. Ich hätte gerade die nächsten Witz. Ja, nein! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Firstcast TV. Hinter mir sieht man das Meer, wenn man ganz viel Fantasie hat. Ich bin heute im Paradies aufgewacht. Gestern war ich noch in L.A., habe dann ein Projekt gedreht und wollte eigentlich schon zurück nach Deutschland fliegen. Da hat meine Freundin einmal gesagt, ey, in Deutschland ist scheiß Wetter. Ich habe keine Lust, jetzt ins Kalte zu fliegen. Deshalb haben wir jetzt noch 3 Tage spontan Mexiko rangehängt. Und wie der Zufall es will, habe ich erfahren, dass es hier eins der besten Angelreviere ist, die man so in der Welt finden kann. Deswegen habe ich ein paar Guides angeschrieben. Leider hat sich keiner davon zurückgemeldet. Deswegen machen wir das jetzt alles auf eigene Faust. Ich fahre jetzt in den Angelstore, mal gucken, ob ich da die passende Ausrüstung bekomme und versuche hier vom Ufer heute am Abend und morgen ein bisschen zu fischen. Ich entschuldige mich jetzt schon für die Qualität. Wir machen das alles mit dem Handy, weil ich natürlich keine Kamera, keinen Kameramann dabei habe. Meine Freundin wird das übernehmen. Und ich werde mich ein bisschen selbst filmen. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und ihr habt Spaß bei dem Video. Da sitzt sie und ahnt noch nicht, was ihr blüht. Jetzt denken sie noch, ich mache nur ein nettes Urlaubsvideo. So, jetzt mal die andere Perspektive, schlechte Laune, weil sie weiß, was ihr jetzt blüht. Ab jetzt ist der Urlaub vorbei. Ab jetzt heißt es nämlich nur noch Angelvideos drehen. In erster Linie wird geangelt und keine Angelvideos gedreht. Und außerdem, es gibt auch schlimmere Sachen, als am Strand zu stehen, würde ich sagen, oder? Was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Ich finde, wir sollten an dieser Stelle auch noch mal kurz festhalten, dass es meine Idee war, nach Los Cabos zu kommen und diesen Urlaub überhaupt zu machen. Dank mir können wir jetzt eine neue Folge Firstcast TV aufnehmen. Und jemand ist ganz glücklich neben mir. Freust du dich schon aufs Angeln? Ja, wir sind jetzt hier im Store angekommen. Der Marc hier vom Janssen Sports Fishing Store hat uns gut weiter geholfen. Jetzt hier eine 80 Dollar Rolle, nicht teuer, aber hier für den Urlaub ganz gut, 140 Dollar Route. Das sollte fürs Ufer jetzt mal ausreichen. Er hat gesagt, leider sind keine Roosterfische da, kein Mai Mai, keine Saison dafür, aber Jacks sind da, Mackerels sind da, also alles Mögliche, was man fangen kann. Wir machen jetzt noch ein bisschen Schnur drauf, ein paar Köder und dann geht's los. Wir haben jetzt 2 Tage Zeit. Das ganze Setup wird jetzt ungefähr so 250 Dollar kosten, vielleicht 300. Mein erster Tag bei Firstcast TV. Ja. Man kann mich ab sofort jetzt auch buchen als Kamerafrau. Das ist first time in Cabo, you've been before. Oh, jetzt bin ich komplett ausgestattet. Tacklebox, Köder, Shirt, Hute, Rolle. Freust dich schon auf den Angeltrip? Ah ja, Sonnencreme ist natürlich immer ganz wichtig. Und jetzt geht's los, ich bin mega aufgeregt. Merkst du das schon? Du bist okay. Na klar, angeln. Das Schöne ist ja, eigentlich fand er schon wieder langweilig nach einem Tag hier im Urlaub. Jetzt hat er gehört, dass man hier angeln kann. Und jetzt ist er so aufgeregt wie ein kleiner Junge. Und sehr glücklich, jetzt will er am liebsten noch bleiben. What do you think, Mark? Will you catch something? No, really, you have a chance. Yeah? Yeah. You need to drive very early in the morning and the evening, that's it. You know, that's kind of a fun in our YouTube channel that we have to get up early to get the fish, but it's funny. That's good. Right, here this, I think all night the fish they don't eat it. No, okay. They're hungry in the morning. Yeah, hungry in the morning. Same thing in the evening when they don't move out and eat something, put something in the valley, you know. Ja, jetzt sind wir durch, aber eine Frage habe ich noch, weil ihr habt mir 2 Arten von Ködern mitgegeben, die ich fischen werde. Einmal ein Oberflächenköder, so ein bisschen wie GT Ice Cream, den kennt ihr vielleicht noch von unserer GT Safari. Und einmal einen, den man ein bisschen tiefer fischt, aber ich würde gerne mal wissen, wie ich die angeln soll. So, what would you recommend? How would you start fishing? With that one on the surface or with that one? You never know, you need to try. You need to try. The different, this is all the time, is a top water lure. And another way you can gain, you can go top mid or down. Yeah, but this is more for jacks, you said, right? You can catch anything with us, but they like it a lot.
okay. And a rooster. And this one is more for zero mackerel. For the sea mackerel. Also er sagte, Jacks und alles andere, wenn die da wären, sind sie ja nicht Roosterfisch. Mai Mai ist eher hier und die Makrele ist eher hier mit. Aber er sagte auch selbst ausprobieren. Thanks, okay. Have a nice day. Bye bye. Bye bye. Ne? Bist du auch aufgeregt? Auch aufgeregt. Total, ne? Geil, das ist Chicos. Vamos. Eher ein lustiger Side-Fact. Ich habe ja ganzen Guides angeschrieben hier, die vom Ufer losgehen und so weiter, ob sie nicht mit mir angeln gehen würden. Und niemand hat sich gemeldet jetzt über 2 Tage. Deswegen bin ich zum Store gefahren und habe mir alles selbst gekauft. Ungelogen. Ich mache den Schritt raus aus dem Store und kriege eine Benachrichtigung bei Facebook, dass der Wes von Cabo Surf Casting Zeit hat morgen. Das heißt, ich mache morgen ein Guiding mit dir um 6 Uhr aufstehen. 6 Uhr da sein, hat er geschrieben. 6 Uhr da sein. Aber ja, ärgerlich natürlich ein bisschen, weil wir das jetzt alles gekauft haben, aber wir werden es heute Abend auf eigene Faust probieren. Und wenn man auf eigene Faust etwas fängt, wisst ihr ja selbst, ist es noch viel mehr wert, als einen Guiding-Fisch zu fangen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf und ich freue mich auch sehr, dass der Wes sich gemeldet hat. Jetzt kann es losgehen. So, 3 Stunden bis zur besten Zeit. Um 16 Uhr soll es wohl losgehen. Zeit nutzen, um mit meiner Freundin noch mal in den Pool zu gehen, um sie auch glücklich zu stimmen. Das heißt, schnell Route zusammenbauen, dann zum Pool und dann geht's los mit dem Angeln. Komme ich hier um die Ecke geschwommen. 2 Stunden noch. Hey, ich höre das. Ich will angeln. Ja, um die besten Stellen hier rauszufinden und zu wissen, wie und wo man angelt, habe ich versucht, alle meine Kontakte in Bewegung zu setzen und was rauszukriegen. Unabhängig von dem Angelladen, in dem wir schon waren. Und da habe ich Toni geschrieben von Hecht und Barsch. Vielen Dank an dieser Stelle. Und der hat mir den Kontakt von Dennis Verret weitergeleitet. Der Salzwasser-King schlechthin, kennen wahrscheinlich viele von euch. Und der hat mich ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Der hat gesagt, es ist ein geiler Spot hier. Man fängt ultra schöne Fische, aber halt nicht zu der Zeit, wo wir hier sind. Aber ein paar Jacks, ein paar Mackerels würden mich auch schon happy machen. Und Hauptsache angeln, würde ich sagen. Ein Fisch in deiner Größe würde ich gern fangen. Mit deinem Gewicht. Fische meiner Größe gibt es gar nicht. Ja, wir haben schon den einen oder anderen Wal hier vom Ufer gesehen. Wir haben Wale gesehen. Ja gut, die sind wahrscheinlich 10-mal so groß wie ich, aber... Das war jetzt tatsächlich kein Witz, ne? Also wir haben wirklich Wale gesehen. Schön hier am Pool, oder? Ja, Angler sind schon bekloppt, ne? Ich bin hier im geilsten Resort ever. Traumhafter Pool, traumhafte Aussicht. Aber ey, für mich zählt nur eins, ans Wasser zu kommen und dass endlich 16 Uhr ist und ich angeln kann. Hier am Pool liegen kann mir eigentlich gestohlen bleiben, um ehrlich zu sein. Bin extra ein bisschen weiter weggegangen, damit sie es nicht hört. Aber wie gesagt, ey, für mich zählt nur eins, angeln. Du siehst aus. Wie? Das Wichtigste ist, schon mal professionell auszusehen. Von nix nach an, aber man sieht, professionelles Shirt. Richtig ausgestattet, ich bin mit nichts hierher gekommen und jetzt geht's auf jeden Fall los. Du siehst auch aus wie eine professionelle Anglerin. Findest du? Nee. Nee, nee. Aber ist egal. Das eher wie eine Tennisspielerin, oder? Ja, das Ergebnis zählt. Wer fängt, hat recht, sagt man. Das war ja spontan, sonst hätte ich natürlich auch meine Ausrüstung ausgepackt und mitgenommen aus Deutschland, die schon seit einigen Jahren in meinem Kleiderschrank hängt. Du wusstest schon immer, dass du mal einen Angler kennenlernen wirst, ja. Weißt du, was mir noch wichtiger ist, als selbst zu fangen? Dass du heute oder morgen du einen Fisch fängst. Deinen ersten, oder? Hast du schon mal einen Fisch gefangen? Ich habe noch nie in meinem Leben überhaupt eine Angelroute machen gehabt. Das ändern wir jetzt. So, der Guide vor Ort und auch Dennis Verret haben gesagt, damit anfangen. An dieser Stelle auch nochmal danke an die beiden. Dennis hat mir viele Tipps gegeben. Der ist natürlich sehr erfahren und weiß, wie das funktioniert, deswegen... Hör ich darauf und nimm erstmal den Köder, den er mir empfohlen hat.
Ja, ihr kennt ja First Cast TV. Den ersten Wurf mache ich jetzt. Das ist immer was ganz Besonderes. Mal sehen, ob jetzt was beißt direkt. Zweite Wurf. Dass man auswirft, den bis zum Grund sinken lässt und dann volle Pulle einzieht. Deswegen sieht es vielleicht ein bisschen komisch aus, wenn ich so ganz schnell einkurble, aber das ist wirklich das, was er gesagt hat. Was noch wichtig ist, hat er gesagt, die Rute Richtung Fisch neigen. Erst wenn der Köder ein bisschen aus dem Wasser kommt, die hochnehmen. Das heißt nicht seitlich halten und so, sondern richtig Richtung Köder und dann volle Kanne einkurbeln. Ja, das ist natürlich brutal anstrengend. Wenn wir das heute den ganzen Tag machen, den ganzen Abend, dann habe ich heute Abend Muskelkater. Aber egal, der Fisch muss kommen. Das ist der Köder, den er mir empfohlen hat. 10 Minuten am Angeln, ich bin fertig. Nee, aber dass noch nichts gebissen hat, mache ich mir noch keine Sorgen, weil die beste Zeit kommt dann, wenn die Sonne gerade untergeht oder wenn sie untergegangen ist. Bis jetzt ist noch kein Wal in Sicht, auch noch kein Fisch an der Angel. Also das ist mal völlige Aufopferung. Mit den Schuhen, fett im Wasser. Ich bezweifle, ehrlich gesagt, so ein bisschen, auch wenn ich mich mit Angeln überhaupt nicht auskenne, dass wir da heute irgendwo Fisch fangen. Braucht einfach, glaube ich, unfassbar viel Leidenschaft und Liebe für dieses Hobby, damit man tatsächlich nach so vielen Würfen, wie wir sie jetzt auch schon hatten, noch am Ball bleibt und weitermacht und immer wieder reinschmeißt. Und wenn das einer hat, dann ist das das Sinn. Also ganz falsch können wir nicht sein, weil da hinten ist ein Guiding-Boot mit anderen Anglern. Das heißt, ganz falsch können wir nicht sein, weil die Einheimischen wissen natürlich, wo hier die Fische stehen. Und wenn sie die geführten Touren dahin machen, dann sind hier bestimmt auch Fische. Wichtig bei der Sonne, eincremen und genug Wasser. Ist praktisch, wenn man so einen persönlichen Butler dabei hat. Der ihm das Wasser hinterher trägt. Ich meine, der Obergag wäre überhaupt, wenn er jetzt gar nichts fängt und ich nachher den ersten Fisch fange. Liegt irgendwas? Wahrscheinlich haben die Vögel vor uns was gefangen. Mal gucken, was ist. Ja, toter Pelikan. Kein Fisch, aber naja, der Arme. Und die Geier kreisen da. Guck mal. Die warten, dass sie ihr Essen wieder kriegen. Wow, das ist so wunderschön hier gerade. Das ist ganz schön anstrengend, deswegen lasse ich die Kamerafrau jetzt sich mal hier kurz ausruhen. Ich gehe noch ein bisschen weiter da zu den Felsen. Und wenn ich was fangen sollte, dann musst du rennen, Lena. Okay? Ich renne. Okay. Jetzt sind wir, ich glaube, fast 2 Stunden schon unterwegs. Es wurde noch kein Fisch gefangen. Da steht er ganz da hinten, alleine, am Fischen. Ich habe es mir hier mal bequem gemacht, ich kann nämlich nicht mehr gehen. Aber es ist einfach auch ein wunderschöner Sonnenuntergang. So, es wurde was gefunden. Ein Kugelfisch. Oh, ist der süß. Angefressen wurde, also überall Kratzspuren. Ja, die Sonne ist fast weg. Jetzt beginnt die beste Zeit, allerdings bin ich nicht mehr ganz so motiviert, weil kein Fisch, 2 Stunden, aber wir geben nicht auf. Weniger motiviert als ich ist nur die Kamerafrau. Die hat gar keinen Bock mehr mitzukommen. Also wenn ich heute eins gelernt habe, dann ist es, dass man als Angler ziemlich zäh ist, ein gutes Durchhaltevermögen hat
und auch nicht so schnell gefrustet ist. Ich finde das ziemlich beeindruckend. Und bin mal gespannt, was morgen passiert, ob wir dann morgen mit dem Guide noch was fangen oder ob wir total ohne Fisch nach Hause fahren. 3 Stunden geangelt, keinen Fisch gefangen. Ich glaube, ich hatte 2 Bisse, hat sich jedenfalls so angefühlt. Aber wir geben nicht auf. Morgen geht's weiter. Jetzt wird die Rolle und die Köder sauber gemacht. Wir fischen im Salzwasser, ihr wisst ja. Sonst ist das Zeug sofort hin. Ich meine, es ist eh nur günstige Ware hier. Aber muss man ja nicht unnötig kaputt machen. Wie gesagt, morgen geht's weiter. Die Kamerafrau kommt sogar mit. Habe ich den Job eigentlich? Du hast den Job. Also du hast zwischendurch ein bisschen rumgemäkelt. Aber dafür das erste Mal war es ganz okay. Obwohl, ich habe mir sagen lassen, am Anfang macht man es noch gern. Dann finden die Frauen es noch süß. Und irgendwann sind sie nur noch genervt davon. Naja, egal. Könnte ich mir vorstellen. Egal, morgen geht's weiter. Und ich verspreche dir, dass wir morgen Fisch fangen. Und vielleicht sogar du. Zumindest zeige ich dir morgen, wie man wirft. Das ist ein Deal. Gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen. Tschüss. Die Stimmung war schon mal besser. Ja, wir sind ja auch schon seit 3 Stunden wach. Jetlag. Jetlag. Und ja, es wird auf jeden Fall ein langer Tag. Er hat um 2:30 begonnen. Aber du freust dich schon aufs Angeln. Endlich. Ich freue mich riesig. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen optimistischer als Lena. Ich bin mir sicher, dass wir heute was fangen. Gestern war nur zum Warmwerden. Und heute greifen wir richtig ab. Und ich hoffe natürlich, dass wir auch schaffen, dass Lena ihren ersten Fisch fängt, den sie ja noch selbst halten muss. Es ist früh, dass wir gefilmt werden. Und hinter mir ist der schönste Sonnenaufgang ever. Ja, Wes hat uns gerade abgeholt. Sehr nett. Nett, ihn kennenzulernen. Er hat gestern auch nicht so gut gefangen. Um 10 Uhr nachts haben wir den ersten Fisch gefangen. Das heißt, so viel haben wir wahrscheinlich dann doch nicht falsch gemacht. Ja, mal gucken. Wir haben noch einen anderen Gast dabei. Ich bin gespannt. Ich lasse erstmal alles an. Warm. Gerade ist nämlich noch saukalt. Es wird sich ziemlich schnell ändern. Jetzt bin ich aber saugespannt. Ich bin echt happy, dass es losgeht. Gestern waren wir 3 Stunden am Strand. Wir sind nur gelaufen. Ich hoffe, das kommt heute nicht nochmal auf mich zu. Ja, den Spot kennt nicht nur Wes, unser Guide, sondern auch viele andere Angler hier. I felt the strike, and then I thought, hey, what was that? They come back, yeah. So, und den erstmal, der schmeckt wie ein Zahnmark. Wes hat gesagt, schmeckt sehr gut. Das heißt, der kommt in die Küche. Geil, sau geil. Erste Wurf, erstmal ankommen, habe ich direkt den Biss gemerkt und dachte, hä, was war das denn jetzt? Und dann ist sie nochmal nachgeschnappt. Und darf ich heute auch mal, oder? Natürlich darfst du auch mal. Machst du wieder den ganzen Tag alleine? Nein, du das auch. Na, guck mal, hier, was für ein Glück ich habe. Hier stehen neben mir ein Angler, neben mir alle Angler, die haben alle nichts. Und erste Wurf, First Cast TV halt. Aber ich sag dir eins, Lena, das ist, weil ich gestern den ganzen Tag durchgehalten habe und gekämpft habe, wurde ich heute belohnt.
macht Sinn, oder? Macht Sinn. Das können wahrscheinlich auch nur Angler nachvollziehen, wie happy man ist. Nee, ich fand das schon auch cool. Das war halt gestern, wenn du 3 Stunden lang einfach nur einen Strand runterläufst, selber nichts machst, außer zu filmen, ist halt ein bisschen langweilig. Aber wenn du, glaube ich, mitmachst oder mal was passiert und jemand wirklich was trinkt, dann ist es ja was ganz anderes. Ich zeig dir das gleich. Ich hatte gerade die nächsten Biss, erste Abzinkphase quasi, wie beim Zanderangeln. Da ist ja voll reingeknallt. Ein Fisch, ein Biss, der ist ausgestiegen leider. Doch ganz geil. Ich würde noch ein bisschen angeln und nachher dir das mal zeigen. Der gute Wes hat auch seine eigene Buchserie. Hat mir auf jeden Fall schon Glück gebracht. Ich hatte noch einen zweiten Biss, sonst hätte ich den schon gewechselt, aber jetzt lasse ich ihn erstmal dran. Solange die anderen nicht viel mehr fangen, die angeln mit anderen Ködern, bleibe ich erstmal bei der Taktik. Ja, gerade den dritten Biss verknallt, egal. Macht auf jeden Fall Saulaune. Und wisst ihr was Gutes? Gestern hat man ja die ganze Zeit irgendwas gemacht und wusste nicht, ey, ist das genau das Richtige, was man macht oder angelt man jetzt falsch? Und jetzt hier mit Wes, der macht es halt genauso. Und wenn man jetzt nochmal die Chance hat zu fischen, hat man mehr Selbstvertrauen und das hilft einem auch, dann ein bisschen länger durchzuhalten. Da hat jemand richtig Lust auf Angeln. Er ist offiziell gestrandet. Der Wal, meinst du? Ja. Der Wal ist gestrandet. Du wirst gleich angeln müssen, das weißt du. Und film, einen Fisch hast du ja schon gefilmt. Ja. Einen zweiten musst du noch fangen, Baby, wenn es alles an deinem Stand ist. Werde ich. So, jetzt gehe ich mal kurz zu Wes. Den auch mal vorstellen. Super Guide. Hat uns echt hier schon zu einer geilen Stelle gebracht. Ich hoffe, der Ton ist okay. Oh, jetzt werde ich hier überschwemmen. Wes, yeah. I want to introduce you to the audience. So I already said, super guide, first cast, first fish, and you missed one, I missed two, so we have some contacts. We did have some contact, yeah. Hope it's not first fish, last fish. I hope so too, but I don't think so. What else than just mackerels can we expect? There's some jack crevel, and they're like 15 to 20 pounds mostly. Oh, that's cool. And they'll hit right up in the shoreline, right close in. They have more power than mackerels, right? Yeah, a lot more. Yeah, they got a wider body, so the mackerel, you can pull back on them really hard and their head turns as they come in. On Instagram, a lot of people wrote me already. They saw a picture of me fishing yesterday. Uh-huh. They wrote, oh, I want to get some details about it because I will go there in March, April. So this is a guide. Where can they find you? Anything online, CowboyFishCaster. Yeah, Instagram. So Instagram. We put it in the description, also in der Videobeschreibung seht ihr alle seine Kontaktdaten. Wenn ihr auch mal geil angeln gehen wollt hier in Cabo, Wes ist der Mann. Wes is the man. Let's go catch some more fish. Yes, let's go. Ja, auf dem Oberflächenköder gewechselt. Hat er jetzt gemacht als Guide, hätte ich persönlich nicht gemacht, weil ich 3 Bisse hatte. Aber GT Icebeam, GT-Köder, aber er sagt ein paar Jacks und die Makrelen gehen auch drauf. Probieren wir mal. Hört sich lecker an, zumindest. Erster Spot fertig, wie hat es dir gefallen, Baby? Gut, wir haben einen Fisch gefangen. Du. Ja, jetzt geht's weiter zum nächsten Spot. Und da hoffentlich fangen wir noch mehr. Wir hatten noch ein paar Bisse. Und Wes wird uns hier schon zum nächsten Fisch fangen. Wird uns schon zum nächsten Fisch führen. Wes, will we catch something at the next spot? Probably. If not, we can stop by the supermarket and go to the fish section. Pick up some fish. Like that. Der kommt mit in die Pfanne. Ist das nicht ein geiler Fisch?
coconut water and cinnamon rolls. Healthy as fuck. Breakfast of champions. What is the plan now? We're gonna drive up the Pacific side up here and go hit up another beach. Try and see if we can find big dumb ones that's never seen a lure before. And yeah, that sounds like a plan. But what kind of fish? Mackerel again? Mackerel. John is an expert at granite grouper. That's hooking rocks, actually. Sounds good. Okay, let's do it. Let's go do it. Ja, ich bin mal gespannt, ob noch was geht. Wie gesagt, so richtig gut gefangen haben wir ja nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Hat Lena schon gelernt, durchhalten wird dann am Ende auch belohnt. Ich bin dankbar für den Tankstellenstopp. Ja, ne? Endlich was zu essen. It's really fast, right? Oh, it's... hiding from us in the bush right over there. Oh no. Map, map. What is he hunting? The butterflies. The butterflies, right? Lizards. Oh, he get it. Are you kidding? Oh, wow. You did get it, huh? I have it on camera. Bon appetit. Yeah, that was a good... Here he goes for another one. Safari, die man auch einfach hier am Strand, im Nirgendwo. Niemand anderes ist hier. Ist das nicht geil? Und so ist sogar Angeln angenehm, oder? Ja, darf ich jetzt auch mal eigentlich? Jetzt darfst du auch. Ja, bevor ich Lena zeige, wie es geht. Vorhin hat es mit dem First Cast an der neuen Stelle geklappt. Muss jetzt auch klappen, also kommt mal mit. Das darf ich wieder nicht. Den konnte er nicht abgeben, den ersten Wurf, ne? Ja, richtig, sieht gut aus, sieht gut aus. Fast neben dir. Ja, und jetzt kurbeln. Naturtalent, würde ich sagen. Felix, wo ist er denn? Er ist direkt hier vorne neben dir eingeschlagen. Oh, a Jack. Yes. It's a Jack. Yes! Congrats! Congrats! Good one! That's a jack! Oh, it's a nice fish! Jack! Und? Cool, richtig cool! It's all about the guy. Oh, it's all about the guy. That was the crappiest cast I threw all day. I saw that actually. Fische haben wir bekommen, viel eingesetzt, wenig rausgeholt, aber Wes war ein super Guide, hat echt viel Spaß gemacht, sehr angenehmer Typ. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, mal ein bisschen andere First Cast TV Folge. Abonnieren, liken, würde uns natürlich freuen und einen Kommentar da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, aber eine Sache muss man sagen, wir haben den Fisch gerade im Hotel abgeliefert, oder? Und die haben mir gerade gesagt, der kommt gleich, oder? Gleich frisches Ceviche. Von der Mackerel. Von der Makrele. Ja. Bin mal gespannt. 5 hours ago it was still in the ocean. Now it's Mazatlan Ceviche. For you, for my friend. Der erste Bissen. Mhm, richtig gut. Eigentlich müsstest du es mal probieren. Wirklich unfassbar lecker. Und ich bin eigentlich nicht so ein Fischesser, aber wirklich sehr gut. Also, jetzt wirklich Abmoderation. Wir lassen es uns schmecken und ihr schaltet hoffentlich bei der nächsten Folge wieder ein. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.
Tschüss.